Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Files. Wir haben unsere Beförderung abgeschlossen. Ihre Autorität wurde erweitert. Ihr neuer Titel lautet XCOM Paranormale Aktivitätseinheit. Neue Gegenstände zum Kauf verfügbar. Schutzanzug, Rauchgranate. Schutzanzug, Rauchgranate wird sehr hilfreich sein. So, Transportalternativen ist, glaube ich, das nächste, was wir brauchen. MP5. Und wir können Jagdgewehre kaufen. Nice. Was soll das Nitro Express? Blendgranaten. Kyukai. Positionsmarkierer. Okay. Viel neues Zeug. Wir kommen gar nicht hinterher. Zuallererst hätte ich ganz gerne die... wir können auch die Waffenkiste mal erforschen. Dass wir die öffnen können. Die Mission ist leider ausgeteilt. Mysteriöser Sponsor, 250.000 von einem Unbekannten. Fantastisch. Wir können das gut gebrauchen. Punkte sind im Minus, aber nicht so wild. Aktuell zumindest. Die beiden Kornkreismissionen haben uns wieder... ein bisschen gerettet. Eine robuste Holzkiste zur sicheren Aufbewahrung von Waffen. Okay, dann, was wollte ich als nächstes? Die Rauchgranate. Nur finde ich die gerade nicht. Blendgranate. Wofür ist eine Blendgranate? Das hieß, wir können Rauchgranaten erforschen. Fehlt uns irgendwas für? Warte mal. Rauchgranate. Beförderung 1. Ich habe das Gefühl, ich übersehe es. Hier ist die Blendgranate. Okay, ich... ich bin blind. Es muss sein. WTF. Okay, dann erforschen wir einfach mal die verdammte Blendgranate. Was soll's? Vielleicht ist sie auch gut. Waffenkiste öffnen. Okay. Wir haben nur eine davon. Wir haben auch nur einen Ingenieur. Drei Bleispritze. Was zur Hölle ist das? Und irgendein Magazin. Irgendeines der Raumschiffe ist nicht gut ausgerüstet. Okay, Spec Ops 2. Die haben zwei Sniper, das ist okay. Noch ein Heavy. Nehmt diesen Rekruten mit. Und Spec Ops 1. Sind eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Dann würde ich sagen, nehmen wir den anderen Rekruten noch mit. Irgendeiner hatte keine Sanitätskoffer dabei. Und auch hier zu wenig. Und auch MagLights haben wir zu wenig. Das ist nicht gut. Müssen wir ändern. Fremde Lebensform. Das ist ein Fall für die Hunter. Lass mich nochmal ganz kurz gucken, ob die richtig ausgerüstet sind. Ob es hier nichts fehlt. Ein Sanitätskoffer. Okay, das müsste passen. Können den Feuerlöscher noch mit dazu bringen. Ich muss aufpassen. Okay, wir haben eine Schrotflinte, eine AKM, ein Jagdgewehr. Magnum, das sieht eigentlich vernünftig aus. Weil man weiß nie, was einem da erwartet. Okay, Verdächtige, das ist ein bisschen weit.
Ich glaube, Spec Ops 2 war bereit, oder? Du warst der, die nur 3 Maglites haben. Spec Ops 2 ist, glaube ich, soweit okay. Wir sollten auch eine Schrotflinte überall mitnehmen. Für den Fall der Fälle. Es ist lieber, man nimmt was zu viel mit. Wenn wir es tragen können, dann passt das. Blendgranate. Eine Blendgranate soll die Sinne einer Person durch ein blendenhelles Licht und einen gleichzeitig desorientierenden lauten Knall überwältigen. Solche nicht tödlichen Apparate werden von der Armee, Polizei und Spezialkräften benutzt. Ein Ziel, das von der Granate erwischt wird, halbiert seine verfügbare Zeiteinheiten und senkt die Reaktion um 20 bis 35. Schuss- und Wurfgenauigkeit um 20 bis 30 und Nahkampf um 10 bis 20 für eine Runde. Okay, eine Runde ist ein bisschen wenig. Aber was soll's. So, was habe ich jetzt für die Rauchgranate übersehen? Positionierungsmarker. Ich schwöre euch, wir... Das gibt's doch nicht. Tut mir leid. Das macht mich irre. Rauchgranate. Abhängig von Beförderung 1, das haben wir. Führt zu Löschtanks. Ha. Huh. Vielleicht haben wir zu viele Forschungsdinger? Nein, das kann eigentlich nicht sein. Jagdgewehrbeschaffung. Lass uns das mal forschen. Das ist definitiv etwas, was wir brauchen können. So. Ah, wir können Rauchgranaten bereits kaufen. Wir müssen das gar nicht erforschen. Fantastisch. So einfach kann es sein. So einfach. Okay, dann denke ich mal... Wo sind die Dinge? Ah, wir müssen, sind noch nicht angekommen. Heute ist irgendwie mein Gehirn ein bisschen... Okay, Maglites. Dann, die... Was zur Hölle ist das für eine Bleispritze? Bleispritze, das wird nicht Betäubung sein, habe ich das Gefühl. Kann ich mir nicht vorstellen. Nitro Express. Was zur Hölle soll das denn sein? Leuchtpistole. Ich weiß nicht. Wir können auch ein bisschen durcheinander forschen. Wir können auch ein bisschen durcheinander forschen. Mach mal das Zeug da. 2 auf die Bleispritze und dann noch irgendeiner, der die Armbrust erforscht. Okay. Kauf mir ein paar... Ich glaube, die Jagdgewehre waren ganz gut. Wir checken nochmal. Sind relativ teuer, aber haben eine gute Genauigkeit. Ich glaube, die haben auch keine... die haben kein... Kein Range Limit. Problem ist, hat Magazinsgröße ist nur 5, aber... Kinetisch 33 ist okay. Nimm mal... Kauf mal 4 Stück. Ich will noch kurz gucken, was die Human Tech Schusswaffengewehre Land Capable, was die Attribute sind. Habe ich dir das gekauft? Hab ich ab? Ich glaube, ich habe abbrechen gedrückt, oder? Grundgütiger. Okay, dann können wir hier die 4. Maglite. 4 Stück hiervon. Ich denke, eine Blendgranate sollte jeder dabei haben.
Okay, ich hoffe, die timen nicht aus. Das hier wahrscheinlich schon. Ich glaube, das da sind wir wahrscheinlich schnell genug. Was ist das? Kultfestnahme. Okay. Könnte sogar Tag sein. Das wird knapp. Okay, Geldbündel. 5000 US-Dollar. Dann erforsch mir Wurfmesser. Okay, wir haben die anderen auch direkt abgeschlossen. Golfschläger. AK-47. Da kannst du zwei. 100.000 US-Dollar. Geld regiert die Welt. Ja, haben wir bereits. Und die M3 Bleispritze. Was zur Hölle ist das? Eine billige MPI vom US-Militär während des Zweiten Weltkriegs in Auftrag gegeben. Es lädt die 45 ACP-Patrone. Was für ein Ding? Was ist das für ein Schadenstyp? Zweihändig. Ha. SMGs. Das ist. Warum sehen wir keine Schadenswerte? Das sieht wie ein SMG aus. Und es wird ja auch als SMG angegeben. Aber sagt mir nichts. Primär Munitionsplatz. Warum wird kein Schaden angegeben? Verstehe ich nicht. Naja, was soll's. Okay, müssten wir erstmal forschen, was soll's. Jagdgewehre, fantastisch. Wenn wir dem Team direkt eins mitgeben. Und drei Clips. Weil die hat nur 5 Schuss. Okay, es wird wahrscheinlich Tag. Okay. So, wir haben den. Können wir den austauschen? Geht knapp nicht. Also nehmen das Ding da raus. So, Kultfestnahme. Ich denke mal, das ist. Ah, die Maglite ist zu schwer. Nimm doch so ein Ding damit. Wobei, nein. Okay, du hast einen Koffer. Und du hast die Shotgun. Sonst nicht so viel. Ich denke, das passt. Okay, wir sehen jemanden. Mit einer kleinen Pistole. Der guckt auch in unsere Richtung. Der wird das Reaction Fire geben. Aber glücklicherweise haben wir beim ersten Mal getroffen. Okay, der wäre schon mal weg. Ducken wir uns und dann. Okay, das hier ist ein Gebäude. Von hinten könnte aber trotzdem noch einer kommen. Duck dich. Okay. Ich rechne wieder mit 4 Gegnern. Aber zweifelsohne später dann auch noch. Wobei, vielleicht heißt die Mission dann anders. Das wäre irgendwie cool. Wobei, bei den Kornkreisen war auch. War jetzt auch nicht einfach nur die 3 Bauern, wie normalerweise, sondern da waren plötzlich noch Zombies mit dabei. Okay, hier haben wir wieder. Schieß mal auf das Fass. Ich will das jetzt explodieren. Weil sonst explodiert es, wenn wir nah dran stehen. Und durch irgendeinen dummen Zufall. Und das wäre beschissen.
Okay, wir hören irgendwelche... Es war auch kein Gegner da. Wir haben keine Totengeräusche gehört. Ich denke... Also wir haben hier ein, zwei Gebäude. Ich denke, hier drin ist bestimmt einer. Reservier mal genügend Zeiteinheiten für einen Snapshot. Ja, wobei. So reicht's auch nicht mehr. Okay, bringt nichts. Ich kann damit nicht umgehen irgendwie. So. Dann. Ist hier hinten einer? Nein. Kommen wir hier rein, da ist auch keiner. Hier ist es natürlich viel Rauch, da sehen wir nichts. Allerdings können wir davon ausgehen, dass hier keiner war. Sonst wäre er gestorben. Wir erinnern uns an das letzte Mal. Okay, da ist einer, wir sehen ihn sogar. Okay, was hast du? Kleine Pistole. Fein. Vielleicht schießt du mal noch. Okay, er lebt immer noch. Er hat drei Schüsse kassiert. Okay, vier, da hat's getan. Du bleibst mal da. Und... Gehen wir mal hier hin. Okay, der Rauch lichtet sich. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll oder nicht. Da hätten wir nochmal so ein Ding. Okay, da war auch keiner. Zweifelsohne. Ich denke, wir können dieses Gebäude als geklärt betrachten. Ich vermute, die restlichen werden hier unten drin sein. Guck einer an. Wer sagt's denn? Wieder einer im Gebäude. Okay, wir haben eine zweite Tür. So, dann bringe ich dich mit dazu. Weil du wahrscheinlich keine Action mehr sehen wirst. Der hat nicht so viele Zeiteinheiten, das ist ein bisschen das Problem. Der kommt nicht sehr weit. Okay, bleib da. Das ist in Ordnung. Guck einer an. Sogar noch einen Lebenden gefangen, wobei wir haben eh keinen Platz in der Kammer. Vielleicht sollten wir anfangen, die Typen zu untersuchen. Erfahrung, einer hat nicht geschossen, deswegen hat er nichts bekommen. Schwarzer Lotus-Anhänger. Wir können die ganzen Geldbündel verkaufen. Ich glaube, Wurfmesser haben wir auch erforscht, Tonfass auch. Passt. Okay. Dann haben wir von allen zwei. Morgenrot, Schwarzer Lotus, Unterstützer Dagons. Okay. Entführter Bauer und hirngewaschener Bauer. Das ist auch interessant.
Taser Master. Ich glaube, das hatten wir schon. So, da ist die nächste Mission. Ich habe Angst, dass die spawnt, bevor wir da sind. Das ist ziemlich weit. Unsere Basis ist, ja, ist nicht so positioniert, dass wir hier gut, weißt du was? Bleib mal da. Wir kommen nicht so, wenn wir hier in Afrika gewesen wären, hätten wir einfacher Zugang nach Amerika gehabt. Ja, patrouille jetzt erstmal da. Treibstoff 100%. Golfschläger, 20 Betäubung. Golf ist gemeinhin ein Sport für Adlige. Warum also besitzen so viele Drecksäcke Golfausrüstung? Ich weiß nicht, ob das ein Sport für Adlige ist. Wir sollten auch irgendwas Produktives erforschen. Machen wir zwei auf den da und eins auf die Hacke. Okay, Golfschläger müssen wir jetzt nicht unbedingt kaufen. Die AK-47. Das meistverbreitete Sturmgewehr der Welt. Die AK-47 ist eine verlässliche und schlagkräftige Waffe, obwohl sie im Vergleich mit modernen Gewehren deutlich veraltet ist. Voraussetzung für Kauf für Beförderung 2. Ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das bekommen. Okay, das haben wir bereits. Okay, ist 29. März. Wir sind fast am Monatsende. Eines Polymis Mission ist nochmal auf ausgetimt. Aber wir sollten den Monat. Okay, das ist die Hacke. Einer der einfachsten Agrarwerkzeuge kann theoretisch als Waffe dienen, aber jemanden damit zu verletzen bedarf Stärke und Glück. 10 Schnitt, das ist nicht so viel. Dann nehmen wir das Eisenrohr als nächstes. Okay, Monatsbericht. Ah, wir sind sogar im Positiven. Wow. Der Rat der geldgebenden Nation ist mit ihren bisherigen Fortschritten im Allgemeinen zufrieden. Die hier sind besonders beeindruckt und haben eine Erhöhung der Gelder geplant. Wir haben 1,4 Millionen. Russland und Frankreich sind unzufrieden mit ihrer Fähigkeit, die außerirdischen Aktivitäten im Land zu unterbinden. Ich frage mich, warum gerade die beiden Länder. Weil ich hätte jetzt eher gesagt, dass die USA unzufrieden wäre, weil wir da ein paar Missionen nicht gemacht haben. Aber naja, es ist, wie es ist. So, dann haben wir die Armbrust. 28 Schnitt. Die ist auch relativ gezielt. Armbrüste sind traditionelle Waffen. Nicht sehr mächtig, aber doch tödlich. Bolzen schneiden besser durch Kevlar als Patronen. Cool. Oh. Schnittwaffen ist besser gegen gepanzerte. Ha. Das ist gut zu wissen. So, dann machen wir die Holzkeule und den Baseballschläger. Die sollten auch relativ gut durchgehen. Das ist das Eisenrohr. Diese robuste Rohr ist eine durchschlagende, improvisierte Waffe. Okay, haben wir bereits. Ich wollte noch mal kurz die. Okay, wir sind tatsächlich im Positiven gewesen. Also es gibt anscheinend am Ende. Wir waren auf minus 250. Ich glaube am Ende einen Bonus von 500 ungefähr. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, Spec Ops 2. Habt ihr das Jagd? Ich habe noch kein Jagdgewehr. Bitteschön. Und dann kriegt ihr zwei Rauch- und Blendgranaten. Den ganzen Crap hier können wir nachher mal verkaufen. Das, was wir nicht brauchen. Wurfmesser. Diese asiatischen Wurfmesser sind tödlich in den Händen eines Experten, vor allem gegen ungerüstete Ziele. Okay, die sollten uns eigentlich kein Problem darstellen für uns.
Jetzt, da wir Panzerung haben. Dann nehmen wir die Tonfas. Gut, wir kommen ein bisschen voran mit der Forschung. Holzkeule. Eine simple Nahkampfwaffe aus einem soliden Stück Hartholz. Extrem primitiv, doch ausreichend mordlustige Kämpfer erzielen gute Ergebnisse. 10 Betäubung. Ich glaube, das ist nicht sehr viel. Das hier hat Erschütterung. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Also der Baseballschläger ist besser als die Keule. Golfschläger, So, dann nehmen wir das Beil und die Axt. Ein Witz besagt, in Russland haben sie 100.000 Baseballschläger verkauft und nicht einen Ball. Anscheinend sind örtliche Kultisten fremder Mächte auch nicht abgeneigt. Er braucht sehr wenig Können, aber Körperkraft hilft. Nahkampfgenauigkeit 80%. Okay, da muss man auch drauf achten, was am genauesten ist. Wobei 80% ist eher mau. Weil mit der Elektrokeule haben wir jetzt sehr häufig daneben gehauen. So. Schwarzer Lotus-Anhänger. Kommandant, ich assistiere mit der Befragung unseres neuen Gefangenen. Das heißt, ich wende den Granate-Mundtrick an, um ihn zum Sprechen zu bringen. Er wurde aber richtig gesprächig, aber letzten Endes lernten wir nichts Neues. Aber ich hatte eine Erleuchtung. Wenn dein einziges Werkzeug eine scharfe Granate ist, löst du deine Probleme am besten im Freien. Okay, fantastisch. Gut haben wir das geklärt. Dann machen wir mal die XCOM-Geschichte. Und wir können auch an der Medizin arbeiten. Ich glaube, das könnte auch nützlich sein. Tomfas, 14 Betäubung ist auch nicht. Aber die haben gute Genauigkeit. Eine stumpfe Nahkampfwaffe beliebt bei Kampfkünstlern. Okay. Das ist bereits der vierte. Extraterrestrial Combat Team detected. What? Xenotrupp. Ein Bericht ging ein über etwas, was in ein kleiner Jagdtrupp aus Außerirdischen zu sein scheint. Wir müssen diese eigenartigen Besuche untersuchen und festsetzen. Ich ahne das Schlimmste. Okay, lasst uns den Spec Ops bereit machen. Was haben wir? Immer noch ein Rekrut dabei, aber das ist so. Ich glaube, die Truppe ist soweit okay. Ich nehme eine AK mit. Sicher. Von den Vorderschaftsrepetierflinten reicht eine. Ein Jagdgewehr, eine AK. Eine Shotgun. Ein Magnum. Zwei Glocks wären auch nicht schlecht. Keine Ahnung, warum wir die nicht dabei hatten. Okay. Plus Erste Hilfe sieht auch gut aus. Mehr Glides und sowas. Das passt. Dann schicken wir das Spec Ops Team hin. Und machen aber erstmal einen Break. Die Mission gucken wir uns in der nächsten Episode an. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.